muss man früh genug da sein. So, dann kommen wir zum nächsten Thema, die Spot News. Also Sachen, die jetzt sich nicht voraussagen lassen. Das hier ist vom NATO-Gipfel dieses Jahr in Straßburg gewesen. Und da funktioniert das so, dass also es auch eine große Planung gibt und einige Fotografen sind für den offiziellen Teil zuständig. Einige Fotografen stehen zur Verfügung, um die Demonstrationen zu covern. Und in dem Fall war ich also das Außenteam. Also wir nennen das dann Piercing-Team. Es gibt das Piercing-Team und das Schlips-Team. Und ich war da beim Piercing-Team. Und das sieht dann so aus, da vorne kann man mich sehen, dass das kurz nach dem Foto gemacht, sozusagen, als ich das aufgenommen habe. Und ganz klar hier das Foto, also Feuer ist immer sehr eindrücklich auf Bildern und dann weiß man auch gleich, wo man ist mit dem Schild. Und das ist sozusagen das Wesen eines Nachrichtenfotos. Es ist putting the elements together, also quasi, was ist die Nachricht? Also es gibt eine gewaltsame Demonstration in Straßburg und das kann man hier sehen. So. Und das wurde halt auch immer schlimmer. Und also die Bilder, die jetzt kommen, die sind über mehreren Tagen entstanden während dieser Demonstrationen, die den NATO-Gipfel da begleitet haben. Und ja, hier kann man eigentlich jetzt auch schon ganz gut erklären, was also eine Problematik ist, der man sich als Fotograf gegenüber sieht. Nämlich, dass natürlich diese Leute, die auf dem Bild sind, nicht gerne fotografiert werden wollen dabei, was sie da machen. Und weil dieser junge Mann hier zum Beispiel mit der Zwille, der macht gerade einen Mordversuch und wenn also die Polizei das Bild sieht, dann wandert er halt für mehrere Jahre ins Gefängnis. Und ja, das ist sozusagen die Problematik. Also als Fotograf ist man vor Ort, es gibt was passiert und man muss sozusagen darüber berichten, so wie es passiert. Und ja, dieses Bild habe ich hier reingenommen, um zu zeigen, dass schon meistens der Versuch gemacht wird von Fotografen, also auch von mir, die Leute jetzt nicht gleich ans Messer zu liefern, weil ich muss ja auch öfters mal auf solche Veranstaltungen und wenn das immer passiert, dass die Leute ins Gefängnis wandern, nachdem ich sie fotografiert habe, dann ist das für mich halt auch sehr mühsam, also das ist so schon sehr mühsam. Und ich habe natürlich auch zahlreiche Franzosen oder Türken, die da jetzt gerade da im Einsatz sind, fotografiert, die sich nicht so maskiert haben wie der junge Mann hier, und aber dann nicht gesendet, weil ich dachte, das ist vielleicht gar nicht, also ich will ja nur erzählen sozusagen, was da passiert. Und mir wurde gesagt, die Zwischenfragen ist schwierig wegen den Mikrofonen, vielleicht merken Sie sich das einfach und dann hinterher, genau. Und genau, ja, wo war ich denn? Deshalb versuche ich, den Impact auf die Leute, die das machen, so gering wie möglich zu halten. Aber das nichtsdestotrotz, also für die Polizei ist es möglich, den Herrn zu identifizieren, wenn die vorher den gefilmt haben irgendwie. Es laufen ja überall Polizisten mit Filmkameras rum. Und wir das Tuch in Kombination mit der Mütze, in Kombination mit der Jacke und vorher auf dem Film, den die Polizei gedreht hat, hat er das vielleicht unten gehabt und schon ist er identifiziert. Also es ist immer schwierig so. Und gerade bei dieser Veranstaltung führte das auch dazu, dass ich Drohbriefe per E-Mail kriegte, E-Mails von Polizisten kriegte, da von der französischen Polizei, die gerne auch die Bilder haben wollte, was natürlich nicht geht. Und ja, also das ist dann relativ unerfreulich, aber auch verständlich. Also dieser junge Herr zum Beispiel, wenn man sich das genau anguckt, zündet gerade dieses Häuschen an und es ist natürlich klar, dass er dabei nicht fotografiert werden will. So. Das ist das Hotel, was an der Demonstrationsstrecke lag, wo dann auch ein Kollege drin war, den ich dann noch anrufen konnte, dass er auch rechtzeitig wieder runterkommt, weil er war da drin gerade dabei, seine Bilder zu senden. So. Und ja, genau, hier, das ist so ein Plakat, was überall in Friedrichshain, hier in Berlin und in Kreuzberg hängt, wo also anonym
aufgerufen wird, also sich der Fotografen und der Journalisten zu erwehren, die auf Demonstrationen diese Bilder, die ich jetzt eben gerade gemacht habe, zeigen. Und das macht natürlich auch die Arbeit sehr schwer. Weil hier wird also offensiv aufgerufen, halt den Journalist des Platzes zu verweisen und so weiter. Ja, das sind jetzt nochmal so ein bisschen das Making-of, also ein Kollege von der AP hier mit Gasmaske, das ist oft nötig, weil man sonst schlecht fotografieren kann. So. Das sind jetzt Bilder aus Rostock vom G8-Gipfel. Und genau. Ja. Achso. Ja, das sind jetzt nochmal ein paar Bilder von Klimagipfel in Kopenhagen. Und also wie auch hier wieder, ich versuche halt immer so, die Bilder dann so zu editieren, dass man die Leute möglichst nicht erkennen kann, aber wie schon gesagt, das ist halt trotzdem schwierig. Das ist immer eine Gratwanderung zwischen meinem Anspruch, die Realität, die da stattfindet, rüberzubringen und dabei halt die Leute nicht zu sehr zu exponieren. Also wenn das die Mutter von dem jungen Mann sieht, das Bild, dann kriegt er sicherlich auch Ärger dann hinterher. Wobei das völlig friedlich war. Also diese Festnahmen hier in Kopenhagen, die waren also nicht begründet durch irgendwelche Verletzungen von irgendwelchen Gesetzen oder so. Das gibt ja so ein neues Gesetz in Dänemark, was ermöglicht, dass man präventiv Leute festnimmt, auch wenn sie nichts gemacht haben. Und genau, das waren also solche Präventivfestnahmen alle hier. Ja, das ist auch nochmal ein Beispiel, das sind alles Mitglieder vom BUND und das ist innerhalb der Konferenz und das ist ein Bild, was mir gerade so eben noch gelungen ist, bevor ich von der UN-Polizei da weggeführt wurde, die wollten das nicht, da wurden nämlich diese Leute alle in Handschellen gelegt und saßen dann mit erhobenen Händen vor diesem Logo, eigentlich ein super Bild für den Fotografen, weil Putting the Elements Together, also die NGOs werden da quasi rausgeworfen aus der Konferenz. Was man jetzt hier nicht so gut sehen kann, hier sieht es ja nur so aus, als ob die da rumsitzen. Und eine Minute später waren die halt in Handschellen und wurden da abgeführt. Aber die UN-Polizei hat das da halt nicht erlaubt, dass ich da fotografiere, sondern also das war nicht möglich. So. Ah ja, genau. Jetzt kommen wir auch zu einem Anlass dafür, dass ich jetzt hier bin. Und zwar war das auch dieses Jahr eine Pressekonferenz von der ehemaligen Familienministerin und also ich komme da nichtsahnend zum Bundespresseamt und dann stehen dann diese Demonstranten und das ist dann auch so ein Fall von Spot News. Ich war eigentlich dafür eingeplant, diese Pressekonferenz zu machen und dann stehen die Demonstranten da und dann macht man halt schnell vorher noch ein paar Bilder von den Demonstranten und sieht dann zu, dass man reinkommt, weil man braucht ja auch den guten Platz, um das Bild zu machen. Und da kann ich auch ein bisschen was erzählen, wie das dann bei Pressekonferenzen läuft von Politikern. Also gerade die Frau von der Leyen ist halt super Profi, was den Umgang mit Fotografen betrifft. Und das war nicht das einzige Mal, dass sie dieses Stoppschild, also ohne dass das wirklich Thema ihrer Rede gerade war, hochhielt, sondern sie war halt darauf aus, dass wirklich auch jeder Fotograf das erwischt, den Moment, wo sie das hochhält. Und deshalb habe ich das jetzt auch gekriegt, das Bild. Das sind die Service-Provider, ja, die sich dann da mit der nochmal zum Gruppenfoto gestellt haben. Genau, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, das ist das Entertainment. Also Sie sehen schon, als Fotograf bei einer Nachrichtenagentur hat man sehr viel Abwechslung, möchte ich mal so sagen. Also es gibt sehr, sehr viele Kategorien von Terminen oder von Veranstaltungen, die man covern muss und wo man sich selbst als Journalist gerecht werden muss, aber auch natürlich den Ansprüchen der Kunden. Und das ist jetzt hier so eine Modenschau hier in Berlin, Fashion Week. Das sieht dann so aus. Und da besteht dann quasi die Leistung des Fotografen nicht darin, irgendwie ein scharfes Bild von der jungen Dame zu machen, weil da ist so viel Licht, das kann wirklich jeder, sondern es besteht dann darin, dass man eben den Platz in der Mitte erwischt. Und weil das andere sieht dann nicht so schön aus. Das ist, sind die Fotografen auf der Berlinale, also so am roten Teppich sozusagen. Und warten halt auf die Stars.